Willkommen zu einer Folge Xenoblade Chronicles X. Wir sind auf der Suche nach einer Definianerin und ich bin wirklich richtig okay. Das können wir denken, dass das Clemens sein wird. Oh, bist du der Blade, den Lara angehört hat, um mir zu helfen? Ja, wir sind, wie gesagt, auf der Suche nach einer Definianerin, die im letzten Part so ein bisschen Unruhe gestiftet hat. Die hat sich als Vernas ausgegeben und deswegen suchen wir die jetzt. Hey, was fällt dir ein? Ich bin der echte Clemens, nicht der verlorene Definianer Clemens, der falsche Informationen verstreut. Ich wusste nicht mal, dass sich jemand für mich ausgibt. Ich war überhaupt nicht in der Stadt, ich war bei einem Einsatz. Als ich zurückkam, war hier die Hölle los. Und jetzt gibt sich diese Definianerin auch noch als Surella aus. Tja, hier in der Gegend habe ich sie nicht gesehen. Vielleicht solltest du anders suchen? Ach so, aber bevor du gehst. Ich habe mitbekommen, wie jemand sagte, er hätte im Industriegebiet eine Leiche liegen sehen. Könnte es eventuell mit der Sache zu tun haben? Lara ist bestimmt unterwegs zur Stelle. Vielleicht solltest du dich auch auf den Weg machen. Wenn wir Glück haben, findest du ja was Neues raus. Also dann, bis später. Können wir dem wirklich vertrauen? Ich weiß es nicht. Okay, also ein Tatort im Industriegebiet. Das klingt krass. Eine Leiche. Oha, oha, oha. Jetzt ist die Frage, wer könnte gestorben sein? Ich bin gespannt, worauf das jetzt hinausläuft, muss ich sagen. Das wird immer spannender hier, diese Quest. Ich dachte jetzt halt, ja, wir finden die Definierin und stellen sie und so, aber... Nee, scheinbar wird das noch spannender. Ah, hier ist wahrscheinlich einer der Mahnungen, die ich finden muss, oder? Hier, das grüne Ausrufezeichen. Ja. Hallöchen. So, ich versuche gut mit den Menschen auszukommen, aber das klappt nicht immer so gut, weißt du? Manchmal ärgern sie sich über mich, glaube ich. Ich bemühe mich wirklich, ja, aber manchmal denke ich, dass wir Mana einfach nicht hierher passen. Oder ist das übertrieben? Hättest du vielleicht ein paar Tipps für mich? Vielleicht, bitte? Ja, leider musst du mit zu Alex Kurs. Ein Kurs, ja, wie praktisch. Ihr Menschen denkt wirklich an alles, oder nicht? Die Menschen zu verstehen, ist der erste Schritt in die richtige Richtung, oder? Dann nehme ich an Alex Kurs teil. Dann nehme ich an Alex Kurs teil. Vielleicht, ja? Mach das. Ich hoffe wirklich, dass der nichts Böses plant. Aber ich habe halt wirklich so eine Vorahnung. Ich habe keine Ahnung, aber irgendwie... Es kommt mir halt so vor. So, da ist scheinbar die Leiche. Wer ist es denn? Oha. Marvin, gut, dass du da bist. Aber wusstest du... Naja, ist doch egal, sieh dir das an. Oder ist das jetzt vielleicht der... Das ist doch Clemens, oder? Ich glaube, ja. Ist das der echte und wir haben wirklich mal mit der Definianerin geredet gerade? Es ist Clemens, der echte Clemens. Mein armer Clemens. Todeszeitpunkt mittlerweile bestimmt eine Woche her. Oha. Wie zum Teufel... Haben die den dann hier nicht gesehen oder der ist jetzt hierher gebracht? Das heißt, die Definianerin hat sich... Schon eine Woche als er ausgegeben. Das ist halt wirklich krass, weil, das würde jetzt alles... Also, ich kann mir echt richtig viele krasse Quests bei diesen Definianerin vorstellen. Was hier so am Ende alles rauskommen könnte und so. Also, wenn man halt so eine Rasse hat, die sich einfach als wer anders tarnen kann... Kann man damit halt wirklich einige krasse Geschichten schreiben. Ich bin echt gespannt, was das Spiel noch für Quests damit macht. Okay, er wurde ermordet, garantiert von derselben Definianerin, die den ganzen Hinterhalt geplant hat. Okay. Denken wir mal nach. Todeszeitpunkt kommt ja seltsam vor, hm? Aber wenn ich mir den Mimo so ansehe, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Vielleicht keine ganze Woche, aber mehrere Tage liegt der hier auf jeden Fall schon. Ja, was starrst du mich denn immer noch an, wie ein Auto? Fällt bei dir gerade der sprichwörtliche Groschen, oder was? Raus mit der Sprache. Selbst wenn du dir nicht hundertprozentig sicher bist. Na los, sag schon. Verkünden? Was, wo? Warum hast du sie ja nicht aufgehalten? Ja, weil ich nicht wusste, dass es der falsche Clemens ist. Aber ich hab's ja vermutet, wie gesagt. Bitte, du hast eben erst mit Clemens gesprochen? Das musste der verschlagene Definianerin gewesen sein. Sie wusste genau, dass du seine Leichen noch nicht gefunden hattest, also hat sie sich wieder in ihn verwandelt, um dich zu täuschen.
Ach Mann, was für ein Durcheinander. Das bringt mich echt auf die Palme. Wir müssen ihn, sie finden. Sie, ihn, was auch immer. Und dann müssen wir. Was kommt jetzt? Oh Moment, dringende Nachricht. Was zum Henker? Was ist das denn jetzt? Zureda und Clemens liefern sich außerhalb der Stadt einen erbitterten Kampf. Das kann doch nur der falsche Clemens sein. Ich muss mich umziehen. Ich brauche dringend, unbedingt bessere Ausrüstung. Aber geh du schon mal vor. Sie sind auf der kleinen vorgelagerten Insel westlich von NLA. Okay. Das wird jetzt spannend. Ja. Okay, dann gehen wir da hin. Okay. Ah ja. Wo ist denn mein Scale? Ist ja, habe ich jetzt voll vergessen. Den würde ich ganz gerne mitnehmen. Dann machen wir ganz kurz zurück zum Scale. So. Das würde ich einmal schnell mitnehmen. Falls es echt zum Kampf kommt. Oder so. Ich weiß ja nicht. Aber das ist echt krass. So. Dann porte ich mich mit dahin, würde ich sagen. Das ist echt. Also, wie gesagt, ich kann mir da vorstellen, dass da einige ziemlich coole Quests mit den Defianern auf uns zukommen. Weil man damit wirklich einige spannende Sachen machen kann, wenn es da eben eine Rasse gibt, die sich, wie gesagt, als irgendetwas tarnen kann. Gibt es ja einige Geschichten, sage ich mal. So. Die Insel hier, ja. Hallöchen. Ja, okay. Da steht auch schon irgendwer. Und hier ist auch irgendwas zum Sammeln. Also Sammeln, was heißt Sammeln? So ein Erkundungsding halt. Der Hubschrauber. So, da sind die beiden. Was geht jetzt ab hier zwischen denen? Also, er ist ja scheinbar falsch. Und Suriella ist die richtige. Schätze ich mal. Weil, der, ja, das muss ja eigentlich so sein, weil Clemens ist tot. Oder? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht gibt es ja auch zwei Defianerinnen in der Quest und der Tote ist eine andere Defianerin, die sich als Clemens getarnt hat. Aber vielleicht. Ich weiß ja nicht, wenn die sterben, werden die ja wieder zurückgewandelt oder so. Ich weiß es nicht. Jedenfalls. Spekulieren wir nicht weiter. Gucken wir jetzt, was jetzt hier passiert. Deine Methoden sind schwachsinnig, viel zu weich, fehlt nicht mehr viel und alles Vertrauen, das wir über die Jahre aufgebaut haben, geht den Bach runter. Es hat schon seine Gründe, warum die Ganglion mit definianischen Spionen arbeiten und ich werde nicht zulassen, dass du das aufs Spiel setzt. Wie kann man nur so kurzsichtig denken? Meine Methoden sind absolut hieb- und stichfest. An manche Informationen gelangt man nie, es sei denn, man passt sich den Menschen an, verdient sich ihr Vertrauen und begreift, wie sie wirklich ticken. Oder sind jetzt die beiden gerade Defianerin oder so? Das kann ja auch sein, die beiden sind gar nicht die echten, sondern reden gerade irgendwie darüber, ja, wie sie das Vertrauen der Menschen bekommen oder so. Idealerweise sieht Spionagearbeit immer so aus. Tut mir leid, wenn du das nicht kapierst. Ich jedenfalls mache meine Arbeit richtig. Schön und gut, aber fällt dir nichts auf? Bei all deiner Anpasserei hast du echte Zuneigung zu den Menschen gefasst. Sie bedeuten dir etwas. Oh, oder ist Suriella schon die ganze Zeit ein Dings gewesen, eine Defianerin und war nie menschlich? Nee, das kann gar nicht sein. Was? Du bist in ihrer Kultur aufgegangen. Du bist viel zu lange einer der ihren gewesen. Das hat dich vergiftet. Eine großartige Mission mit dieser anvertraut zu bekommen, die Festung der Menschen zu infiltrieren und von innen heraus zu zerstören. Wow. Jede andere Definianerin würde sich danach die Finger lecken. Und du missbrauchst stattdessen unser Vertrauen. Einfach so, als wäre nichts dabei. Ich habe nichts. Ach nein, warum stammelst du dann so? Wenn dir die Menschen nichts bedeuten und du Ganglion nach wie vor treu bist, warum sagst du es nicht einfach? Ha, darauf hast du keine Antwort.
Ich werde dein Schweigen als Eingeständnis deines Verrats. Ja. DE913 Diara. Ich entbinde dich hiermit von deiner Pflicht, die Menschheit zu vernichten. Ab hier übernehme ich. Das ist wirklich einer. Jetzt ist halt die Frage, gab es wirklich meine Suriella oder ist das quasi wirklich die ganze Zeit fake gewesen oder so? Aber schätze mal, die brauchen einen echten Menschen, in den sie sich quasi verwandeln können, den sie quasi, von dem sie abgucken können, sag ich mal. Diara, warte! Keine Angst, meine liebe Irio. Ich werde Gnade vor Recht ergehen lassen. Ich werde dir gestatten, als Defianerin zu sterben und eine ewige Ruhe in deiner wahren Gestalt zu finden. Sobald die Zeit dafür gekommen ist. Aber wie es aussieht, müssen wir uns zuerst um unseren Besuch kümmern. Hallöchen. Wie sie angewartet kommen. Ja, ja, Hallöchen, was geht ab? Scheint ganz so, als hätten deine geliebten Menschen endlich Lunte gebrochen, gerochen, hä? Täusch dich nicht, Irio. Dich mache ich hatte, sobald ich diesen Dummkopf hier unter die Erde gebracht habe. Ah, das glaube ich kaum. Ich bringe dich unter die Erde. Okay, das war jetzt echt eine sehr interessante Wendung genommen, finde ich. Dass die beiden die Fernerin waren. Aber es ist eben die Frage, ob die Suriella jetzt schon immer quasi falsch war, sage ich mal. Ich bin echt gespannt, ob dazu jetzt noch gleich was kommt. Definitiv. Ah, das Spiel ist immer für Überraschungen gut. Und tschüss. Sehr schön. Wie geht's weiter? Du hast alles mit angehört, oder? Es stimmt, ich bin eine Defianerin, eine Spionin. Die Ganglion haben mich geschickt. In den chaotischen Tagen nach der Bruchlandung eures Weißen Wals starb eine Frau namens Suriella und ich nahm ihren Platz ein. Ah, okay. Seitdem lebe ich als Mensch unter euch. Die Frau, die ihr als Suriella kennt, seit der Gründung von NAA bin ich das. Ich bin immer bei dieser einen Identität geblieben, bis auf eine Ausnahme. Erinnerst du dich an den Clemens, dem du im Geschäftsviertel begegnet bist? Das war auch ich. Ich wollte, dass du herausfindest, dass der Clemens, der euch alle in die Irre geführt hat, nicht echt war. Und ich wollte mir Zeit erkaufen. Ich musste Diara stellen, die sich als Clemens ausgegeben hatte. Deshalb musste ich dafür sorgen, dass du Clemens Leiche fandest. Warum habe ich das gemacht? Du hast Diara doch gehört. Im Laufe der Zeit, im Laufe meines Lebens mit euch, empfand ich zum allerersten Mal so etwas wie Freude. Um es mit Menschenworten auszudrücken, mein Leben hatte plötzlich Farbe. Ich war wie überwältigt vor Glück. Das bedeutete aber auch, dass ich an meiner Mission für die Ganglion zu zweifeln begann. Immer wieder kam mir der Gedanke, einfach zu desertieren. Ich weiß aber auch, dass es keine Entschuldigung gibt für das, was ich getan habe. Ich war eine Spionin für die Ganglion. Ich kann es nicht leugnen. Ich bitte nur darum, dass ihr mir meine gerechte Strafe stolz und offen empfangen lasst. Ganz so, wie ein Mensch es vielleicht tun würde. Ach, ich weiß nicht, es ist schwer. Also, ich bin eigentlich eher für vergeben, weil scheinbar will sie wirklich quasi als Mensch leben, sag ich mal. Sie zweifelt an den Ganglion und zweifelt an ihrer Mission. Und sie ist halt die ganze Zeit Suriella geblieben. Und wir haben auch von Lara gehört, dass sie auch immer hilfsbereit war und so. Deswegen, ich vergebe ihr. Ich guck mal, was passiert. Lächerlich. Du würdest mich einfach gehen lassen? Wie grausam du bist. Dir muss doch klar sein, dass ich nirgendwo hin kann.
Okay, Selbstmitleid, Sorge hier vorbei, Süße. Ich will euch zwei Puppen ja nicht bei eurem intimen Moment stören, aber ja, doch, genau das werde ich jetzt tun. Wenn es dir nichts ausmacht, würde ich unsere kleine Defianerin dann jetzt flugs mitnehmen. Ob ihr es glaubt oder nicht, bei Krokodilstränchen werde ich nur bedingt schwach. Wir wissen so gut wie nichts über die Defianerin. Madame hier wird uns dabei helfen, das zu ändern. Ah, okay, ist auch eine gute Methode. Und für alles, was danach kommt, werde ich ein langes Gespräch mit Kommandant Ventem führen müssen. Klar, keine Beschwerden, nein. Nicht, dass Beschwerden irgendwas ändern würden. Klasse, so nehme ich jetzt. Sein Blick ist auch so. Marvin, natürlich bin ich Feuer und Flamme für alles, was du geleistet hast. Ich werde dich im Bericht in höchsten Zwischentönen loben. Nee, Zwitschertönen. Und um unsere gemeinsame Freundin hier, mach dir mal keine Sorgen. Ich sorge schon dafür, dass sie niemanden so hart anpackt. Vertraust du mir, ja? Danke, bist ein scharfer Typ. Wie wäre es beim nächsten Mal mit einer etwas informelleren Zusammenkunft? Abendessen bei Kerzenschein vielleicht? Notier es dir, okay? Yeah. Nein, danke. Mit dir nicht. Du bist mir ein bisschen zu seltsam. Definianerin willkommen. Okay, also geht das jetzt scheinbar wirklich in die Richtung, dass die... Dass die NLA lebt oder was? Weil es heißt ja willkommen. Deswegen schätze ich mal. So, gibt es hier keinen Reisepunkt in dieser Insel oder so? Ich meine, ist jetzt auch nicht unbedingt nötig, aber ich meine halt nur so. Kann hier noch irgendwie hoch und ist hier noch irgendwas oder so? Ich weiß es nicht genau. Sieht nicht so aus. Nee. Leider nicht. Okay. Ja, aber das war echt krass. Eine sehr coole Mission, wie ich finde. Also gab es eigentlich niemanden, der Suriela hieß. Also doch, aber ist halt direkt gestorben, als wir nach NAA kamen. Also, beziehungsweise auf Mira eben. Das ist echt krass. Definitiv. Ich bin echt gespannt, was das Spiel mit den Defianerinnen noch für Missionen machen wird. Okay, aber wir haben noch genug anderes Zeug zu tun. Andere Missionen. Ja, geh wieder nach oben. Oh Gott, hi. Kann ich dich irgendwie besiegen? Kann ich es nicht. Das könnte jetzt spannend werden. Aber ich habe eine Scale. Deswegen... habe ich ein gutes Gefühl. So. Mache ich. Ja, den kriegen wir definitiv hin. Das ist kein schwerer Kampf mit dem Scale. Apropos Scale, ich müsste noch mal neuen kaufen quasi, den besseren halt. Aber ich weiß noch nicht genau, welchen ich nehmen will. Ich muss das mal genau angucken und so. Das werde ich auch offscreen machen und dann im nächsten Part oder so dann den Scale auch kaufen. Mal gucken. So. Dann einmal hier hoch zu dem hier. So. Und die Musik. Ich liebe diesen Track auch sehr, sehr stark irgendwie. Der ist irgendwie cool. Ist halt der zweite Teil von Plektar. Ich warte ihn auch sehr gerne irgendwie. So, ich wollte, Moment. Ich wollte, nein, komm, geh weg. Ich wollte eigentlich hier rüber. Auf den kleinen Vorsprung hier und gucken, was das hier ist. Ob ich das schon untersuchen kann. Ja, sehr schön. Das ist sehr, sehr gut. Wundervoll. Okay, sehr schön. Ja, wie gesagt, wir haben noch ein paar Missionen offen. Noch die mit Alex und so. Und auch noch ein paar andere, die wir im letzten Part eben angenommen haben. Ich würde sagen, ich kümmere mich erstmal um die mit Alex. Auch wenn ich ihn nicht mag, die Mission muss
irgendwie auch beendet werden. So, wir müssen zum anderen Schiff. Ach, was soll ich mir bei 20 Minuten? Warum vergeht die Zeit immer so schnell? Das ist echt krass. Es ist auch krass, dass wir einfach schon wieder bei Part 67 sind. Das Let's Play vergeht einfach so schnell. Es ist echt krass. Ich bin auch gespannt, wie viele Parts ich am Ende brauchen werde. Ich habe so ein Gefühl, mehr als bei Teil 2 werden das. Ich habe halt keine wirkliche Ahnung, weil ich nicht weiß, wie viele Missionen es gibt, aber ich weiß, also es gibt sehr viele, soweit ich weiß. Und das Postgame ist, glaube ich, auch sehr umfangreich. Definitiv umfangreicher als in Teil 2, weil gab es überhaupt richtiges Postgame? Es gab halt noch ein paar Missionen und so, aber alles, was ich da irgendwie nach dem Finale gemacht habe, das meiste, hätte ich auch schon vorher machen können. Weil das vieles von Kling-Missionen, die meisten hätte ich auch schon vorher machen können und so. Aber das Spiel hat glaube ich, sehr viel im Postgame. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie lange ich brauche. Aber erstmal egal. Jetzt zur Mission hier. Puh, mit Menschen zu arbeiten ist nicht einfach, oder doch? Ich arbeite gerade als Assistentin für einen Architekten. Aber die Zusammenarbeit fällt mir schwer, weißt du? Ja, wir laden sie mal ein. Alex wird einen Kurs an. Das ist ja wunderbar, oder? Da kann ich vielleicht lernen, euch Menschen besser zu verstehen, ja? Da verstehe ich auch, warum ihr die Häuser so baut, wie ihr sie baut, richtig? Ich will gern mehr über die Menschen lernen, weißt du? Ich glaube, ich soll an dem Kurs teilnehmen, ja. Okay. Dann gehen wir jetzt mal zu Alex. Ich bin gespannt, wie das jetzt ablaufen wird. Ich habe ein bisschen Angst vor ihm irgendwie. Weil auch wie er das im letzten Part formuliert hat, das würde jetzt bestimmt auf irgendwas Böses hinauslaufen. Ich weiß gar nicht, ob die Mission eine war, die zwei Enden haben kann. Einige, die ich im letzten Part angenommen habe, zum Beispiel die mit Kundur ab, die hat zwei Enden zum Beispiel, aber ich weiß gar nicht mehr, wie es bei der genau war. Egal, gucken wir jetzt mal nach, was hier abgeht. Da sind sie auch schon alle. Hallöchen, Alex. Ja, du hast drei gefunden. Gute Arbeit. Für den Kurs über menschliche Verhaltensregeln habe ich mir einen ganz besonderen Ort ausgesucht. Ich bin mir sicher, dass am Ende alle vollständig assimiliert sein werden. Komm zur Spitze des Urquellfeldens in Primordia. Die Lektion, die ich geplant habe, kann nur dort erteilt werden. Die anderen werden die Wahrheit akzeptieren müssen, ob sie wollen oder nicht. Auch wie er das formuliert, das klingt wieder richtig. Ich habe echt... Das war doch jetzt nicht gut, oder? Ich habe da echt ein bisschen Angst vor gerade, dass der den irgendwas antut. Dass er die irgendwie vom Berg runterstößt oder so, keine Ahnung. Das kommt mir halt gerade so vor. Der plant nichts Gutes. Vor allem, dass er das irgendwo mitten im Primordia machen möchte. Wo irgendwelche Monster rumlaufen und so. Und nicht, keine Ahnung, in irgendeinem Raum, in einem Haus in NRA oder so. Sondern irgendwo mitten in der Wildnis quasi. Der plant nichts Gutes, glaube ich. Ich hoffe, ich kann das irgendwie verhindern, wenn da jetzt wirklich irgendwas kommt. Ich weiß, wie gesagt, nicht mehr, ob das eine Mission mit zwei Enden war. Hier ist jedenfalls ein Scale. Jetzt halt nicht, er greift die mit seinem Scale gerade an. Das sind auch Noppern, oder? Sind die tot? Die liegen da so rum. Ich hatte dich früher erwartet, aber das macht nichts. Wir haben gerade erst angefangen. Lehn dich zurück und genieß die Vorstellung. Die hat eine Waffe in der Hand. Also, Mann, es ist an der Zeit. Wie entscheidest du dich? Willst du lieber springen oder durch deine Kugel sterben? Weder noch? Na gut, in diesem Fall... Hallo, bist du bescheuert? Ich schalte definitiv ein. Hast du einen Schaden? Aufhören. Du hast nichts verstanden. Denk mal drüber nach, okay? Denk mal drüber nach, was in NLA passiert. Läuten da bei dir nicht alle Alarmglocken? Wir sind noch nicht lange auf Mira, aber in der kurzen Zeit ist mir eines erschreckend klar geworden. Die Xenos, die Erde vernichtet haben, sind bei weitem nicht die einzige Bedrohung für uns.
Mach die Augen auf! Die Manon verfügen über teuflische, fremdartige Technologien, die uns helfen. In gewisser Weise sind sie für uns sogar noch gefährlicher als die Prona. Sollten sie irgendwann ernst machen und ihre Waffen gegen die Stadt einsetzen, werden wir NLA keine paar Tage halten können. Wir haben einen Vertrag mit denen abgeschlossen. Sag mal... Oh. Und sobald sie die Macht an sich gerissen haben, blickt die Menschheit einer düsteren Zukunft entgegen. Sklaven werden wir sein, unterjocht von skrupellosen Xenos. Nur wenn wir ihnen zuvorkommen, können wir unserem Volk dieses Martyrium ersparen. Wir müssen uns ihrer entledigen, bevor sie zuschlagen können. Wenn du das nicht verstehen willst, kann ich dich wohl nur mit Gewalt zur Vernunft bringen. Ja, jetzt kommen noch andere Leute mit, oder was? Ey, was ist los mit dem? Ich bin gewiss nicht der Einzige, der die Xenoplage in NLA ein Dorn im Auge ist. Dem, nicht der. Viele, die derselben Meinung sind, haben sich bereits zusammengeschlossen und werden für unsere Sache kämpfen. Jeder Mensch, der sich mit dem anderen verbrüdert, kann gerne deren Schicksal teilen. Kompletter Dachschaden, der Typ, Alter. Absolut kein Mitleid. Ich hoffe, der stirbt jetzt. Wenn ich seine Scale zerstöre, explodiert er einfach und kommt nie wieder. Ey, so ein Vollidiot einfach. Hallo? Ah, da. Dann let's go, würde ich sagen. Machen wir ihn kaputt. Level 33, das könnte eventuell ein bisschen böse sein. Weiß es nicht. Ich hoffe, wir kriegen das irgendwie hin. Das wäre sehr schön. So. Ja, das wird definitiv was. Der nimmt guten Schaden. Oh, ey, wie sehr ich diesen Typen hasse. Unfassbar. So. Hoffentlich ist er jetzt wirklich tot. Hoffentlich hat er nicht noch irgendwie entkommen oder so. Das wäre echt sehr cool, wenn der Mistkerl sterben würde, ey. Ganz ehrlich. Oh. Das macht mich aber wütend. Es macht mich einfach wütend. Wie man so einsichtig sein kann. Also, nur, also nein, eine Sichtweise nur haben kann, nicht einsichtig. Einsichtig ist was anderes. Wie man nur eine Sichtweise haben kann und nur auf der beharren kann und sich nicht irgendwie mit Argumenten befassen. Warum die Manon zum Beispiel auch hilfreich für uns sein könnten. What the fuck? Was ist das denn jetzt? Stirb jetzt einfach schnell. Dass es ja nicht mal schief geht. Marktneuling. Was kommt jetzt? Ja, egal, entkommt einfach. Ihr lasst ihn entkommen, ja? Okay, gut. Danke, danke, danke. Sorge zeigen. Das ist nett von dir, aber es geht mir gut, glaube ich. Sich totzustellen ist eine Überlebensstrategie von uns, Manon, ja? Okay. Vielleicht sterben wir nicht, weißt du? Du musst dir also keine Sorgen machen, ja? Manche Manon sind gefährlich, oder nicht? Es war wohl falsch zu denken, dass sie bei den Menschen keine schwarzen Schafe gibt. Hey, manche Manon sind gefährlich, oder nicht? Das war. Ach so. Ja, okay, er meint, dass halt manche Manon gefährlich sind und er gedacht hat, dass bei den Menschen quasi alle lieb sind, aber scheinbar ja nicht. Ja, hast du recht. Aber was geschehen ist geschehen, nicht wahr? Bitte lass mich dir für deine Hilfe eine Belohnung geben, ja? Okay. Wir konnten scheinbar das Schlimmste abwenden, aber da lagen doch auch Noppern gerade. Waren die tot oder habe ich mir das nur eingebildet oder... Oh Gott. Ich würde dir gerne das hier geben, wenn du willst. Hoffentlich sehen wir uns bald in der Stadt wieder, ja? Ach, so ein... Oh, ich... Ja! Hass. Gut, aber wenigstens ist alles gut ausgegangen, scheinbar. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwie was hätte besser machen können. Die Noppern, die ja scheinbar lagen, hätte noch retten können oder so. Keine Ahnung.
Aber okay, das war's von dem Part jedenfalls. Im nächsten Part werden wir uns dann um die anderen Missionen kümmern, die wir noch angenommen haben. Und ich hoffe, ihr schaltet da auch wieder ein, weil das scheint wieder spannender zu oder auch spannend zu werden, wie heute auch. Und deswegen bin ich mal sehr gespannt darauf, worum es ja genau geht. Weil wir hatten ja einmal die Mission mit dem Manon, der die Gefühle quasi verstehen möchte. Und noch die Mission mit Kunlop. Aber die mit Kunlop, da muss ich nochmal gucken, wo wir die Items finden, die er braucht. Also er wollte ja irgendwelche Items haben und die müssten wir halt mal finden. Irgendwie. Aber okay. Das, aber die Sorge stelle ich mir erst im nächsten Part. Und jetzt beende ich hier, wenn ich das noch untersucht habe, den Part. Und dann geht es im nächsten Part eben weiter. Ja, bitte und ciao. Euer V-Road. Tschüss.